Hallihallo und herzlich willkommen zu Ein Neuen Gezeigt. Und zwar diesmal Knights of Pen and Paper Deluxe Plus 1, was auch immer das heißen soll. Nein, ich hatte mir das vor kurzem bei Steam geholt, so ein kleines Indie-Game. Zwischendurch finde ich ganz lustig. Und ja, die deutsche Übersetzung ist noch nicht so gut gelungen hier, man sieht's ja. Aber es soll uns jetzt nicht so stören. Und wie ihr seht, ich habe hier schon mal selber ein bisschen so gespielt, aber wir sagen einfach mal neuen Spiel, nehmen mal den dritten Spielstand hier unten und ich sage einfach mal, dass wir jetzt mal anfangen. Klicke auf einen Stuhl, um mindestens zwei Spieler hinzuzufügen. Das machen wir doch dann. Den Bürohengst als Paladin, warum nicht? Herr Berührungs der Klasse Paladin wirklich hinzufügen? Jawohl. Statistisch ist eure Siegchance gerade um 30% gestiegen. Oh, was haben wir noch? Den Nerd, den Pizzabote, die Sportskanone, Bello, kleiner Bruder, Rocker, Paris, Shopper, Rabatt auf Verbesserungen beim Schmied, IT, Ronaldo, Betu, Gui, Hugo, Saulo, Hipster, Blümchen, Großmutter, Fräulein Goldbeere, Alleskönner, das klingt doch mal gut. Ja, die Fräulein Goldbeere und jetzt der Pizzabote war doch hier Rabatt, weil jetzt müssen wir kaufen und was macht man? Maria wäre, glaube ich, cool. Ja, ich bin immer, ich bin immer für Maria. So, wie viel kostet der jetzt? Für 80? Die Sportskanone, ne? Als... Niederstrecken... Barde, was hat ein Barde? Barde ist ja eher so Richtung Trubadix. Herzschuss. Und dann haben wir hier noch den Ritter. Ich glaube, ich nehme mal den Kleriker. Und dann 250. Dann nehmen wir mal den... Wir nehmen mal den Hipster. Was ist ein Gui? Gui, zu allen nett. Grenzüberschreiten, nee. Saulo, den Hipster als Druide. Yay! Okay, dann würden wir mal sagen, gehen wir mal zu dem Quest. Also, sind alle bereit? Alle Charakterbögen fertig? Jawohl. Lass uns abrocken. Abrocken? Also echt, jetzt stammt dein Charakter etwas der Zukunft? Ja, ganz genau, für gutes Rollenspiel gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte, okay? Bevor wir anfangen, solltet ihr wissen, dass ihr die Schwierigkeit durch die Erhöhen-Senken der Gegnerzahl verändern könnt. Also, das Abenteuer beginnt. Als ihr erwacht, könnt ihr das kalte Flüstern des Windes hören. An das, was vorher passiert ist, könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Ihr wisst nur, dass ihr eine Gruppe von Freunden seid, die ohne jeden Grund in einen Gefängnisturm gesperrt wurde. Und dass euch alle als Mörder bezeichnen. Während ihr nach einem Ausweg sucht, bemerkt ihr, dass die Gefängnisgitter unter einer Art Magie zerbrochen sind. Lasst uns von hier verschwinden. Als ihr die Zelle verlasst, lauft ihr einigen Wachen in die Arme, die sich ganz eindeutig nicht freuen, euch zu sehen. Wache 1, hey, ihr solltet in die Zelle sein, nicht davor. Ihr wollt doch nicht, dass wir euch wehtun, oder? Macht schon zurück in eure Zelle. Ha, das werdet ihr bereuen. Einfach so werde ich bestimmt nicht in diesen Käfig zurückgehen. Kommt zurück! Flieht aus dem Gefängnis. Tipp, ihr müsst nicht gleich alle auf einmal töten. Ihr kämpft jedes Mal gegen so viele Monster, wie ihr wollt, bis ihr das Missionsziel erfüllt habt. Ach, das schaffen wir doch. Allerdings finde ich, müssen wir mal, wir sollen gegen zwei, ach, das ist einfach, gegen zwei Wächter. Bitte nicht schummeln. Das Problem ist, wir haben leider noch keine, hier,
noch keine großartigen Attackenfähigkeiten. Aber da muss ich vielleicht mal die Musik ein bisschen lauter, lauter machen. Vor dem Startbildschirm ging sie mir doch ein bisschen auf den Geist. Aber hier ist das in Ordnung. Entschuldigung, ich muss mal telefonieren. Nee, wir machen erstmal die Musik ein bisschen lauter. Ich liebe diese Hintergrundmusik. Okay, wenn du meinst. Wache, schlagt Alarm, Aufbruch im ersten Stock. Oh, der Alarm. Ich finde, wir sollten uns an den nächsten Wachen vorbeischleichen. Würfelt. Guter Wurf. Die anderen Wachen sind so sehr mit der Suche nach euch beschäftigt, dass ihr unbemerkt an ihnen vorbeischleicht. Als ihr das Erdgeschoss des Turbes erreicht, seht ihr eine sonderbare Gestalt in einem dunklen Umhang, die mit einem Pferdewagen auf euch wartet. Sonderbare Gestalt. Wir sollten schnell diesen Ort... Nee, wir sollten diesen Ort schnell verlassen. Beeilt euch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber fürs Erste müssen wir dir wohl vertrauen. The strange guy rode with you to... Also der seltsame Typ, der reist mit uns zum Startdorf, wo das Abenteuer beginnt. Profi-Tipp, ihr könnt euch die Quest nach Belieben aussuchen, aber die Hauptquests sind mit Sternen markiert. Aber immer noch kein Level aufgestiegen. Na gut, dann müssen wir mal Beutejagd, Rettungsmission, Eskorte. Dann nehmen wir mal den Beutezug, weil wir brauchen ein bisschen Money noch und auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte, bevor wir und die anderen mit 30, mit 9. Ich bin ja erst Level 1, das ist mir doch ein bisschen zu heftig. Frau Zauber, ich brauche einige Gegenstände aus der Teufelshöhle. Könnt ihr dorthin gehen und sie mir bringen? Klar, warum nicht? Uns ist es eh langweilig. Wir werden es tun. Dann reisen wir mal zur Teufelshöhle. Oh, Level 4. Nicht so einfach, und da werden wir auch schon angegriffen. Mies. Das ist nicht so gut und vor allem, ja, muss ich ja doch noch ein bisschen an meinen Attacken arbeiten und feilen. Yay. Victory. Und ein Blutstein. Anders gesagt, versteinert Blut. Plus ein Magie. Juhu. Levelaufstieg. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes. Andacht. Blitzheilung. Heiliger Schild. Schlag des Anführers. Der klingt sehr gut. Yay. Ich weiß zwar nicht, was die Bedrohung ist, aber egal. Spalten. Ein mächtiger Schlag mit minus der 3 Feinde trifft. Ja, dann nehmen wir lieber den Schlag. So, was hat denn der Magier? Feuerball. Vereisen. Mana-Strom. Mehrere Gegner, das ist immer gut. Der hat Türke der Heilung, Wiederherstellung, Niederstrecken und Schwächung, Niederstrecken. Und dann haben wir noch den Druide. Zorn der Bestie. Ich glaube, Zorn der Bestie wird überprüft. Das müssen wir erstmal gucken. Ich weiß natürlich so ein bisschen, weil ich das schon mal gespielt habe, dass ich die abbauen kann und da manchmal was Nützliches erhalte. Mit dem Schmied werden wir dann später sehen, was das auf sich hat. Blutedelstein von Monstern. 1, 2, 3, 4. Ach nee, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, es wird doch ein bisschen hart, aber egal. Ich will ja Level aufsteigen. Ach so, und hier sieht man dann immer, wann die Leute dran sind. Wenn ich den jetzt, den Dreier, den mache ich jetzt garantiert noch fertig. 4, 5, 6, oh, ich bin dann erst wieder dran. Mit der 7. Hatte ich auf Regeneration gemacht? Nein, ich wollte noch Zorn der Bestie nehmen. Bin ich dumm. Jetzt der Meteor. Ja, nicht so schlecht. Oh,
der hier, der sieht ein bisschen schlecht aus. Also der, na gut, ich meine, wenn man dann immer angegriffen wird, ja natürlich, halt, der wird aber immer angegriffen. Müssen wir mal den mal ein bisschen, ach, ist doch gut, dass man jetzt, dass ich da doch die Regeneration hatte. Vielleicht ist das auch besser, wenn ich den Druiden mit Regeneration aufwerten lasse. Ich glaube, da komme ich besser, als wenn ich dem irgendwas... Man braucht ja immer noch Gruppe 1 zum Heilen. Und ich glaube, das wird der Druide. Dazu sind die ja eigentlich auch gedacht. Ja, yeah, 6-mal Blutstein. Und Level Ups. Das finde ich super. Ja, ich weiß, dann Schlag des Anführers. Dann haben wir hier Schlag. Der Meteor. Das ist immer gut. Und hier Niederstrecken. Und der kriegt Regeneration. Und Schlaf. Okay, sehr gut. Dann gehe ich jetzt mal ins Stadtdorf. Und werde da den Quest abverzaubern. Oh, die Zutaten, ihr habt mir sehr geholfen. Und damit ist der Quest geschafft. Sehr gut. Wir machen trotzdem mal noch die, dass wir ein bisschen Gold bekommen und so weiter. 20, na, das kann ja hier lange dauern. Vor allem, da reicht eigentlich... Na, nee, das Normale reicht jetzt nicht so auf. 20, da können... Wenn jede Ratte dann einen abgibt, können wir insgesamt 3 Runden hier kämpfen gegen die. Aber da muss ich jetzt nicht die tollen Attacken verschwenden. Das wäre ja doch wirklich ein bisschen Verschwendung. Also das ist ein lustiges Ding so für zwischendurch. Und hat mich auch 3,49 gekostet, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Ich muss mal telefonieren. Roter Zielapfel. Ich muss eigentlich mal gucken. Und zwar Blutedelstein plus ein Magie. Das würde ich sagen, geben wir unserem Magier den Blutedelstein. Den anderen verkaufen wir mal, weil ich habe ja dann keinen Magier mehr. Da kriegt man ein bisschen Geld und der war ja immer für mich wichtig. So, ja, vielleicht werde ich mal doch, ist schon gut, wenn ich den benutze. Das sind sie schneller weg, die ganzen Ratten. Ah, mit einem Meteor, alle auf einmal, sehr gut. Und 17, sehr schön, sehr schön. So, dann, ach, hätte ich vielleicht nicht gebraucht, im Wirtshaus zu übernachten. Aber, okay, 8 Zieräpfel brauche ich noch. Na, das zweimal können sie mich doch erwischen. Ah, Meteor, sehr schön, sehr schön. Gleich alle auf einmal. Schön, Level up, dann, Schlag des Anführers. Ne, die anderen haben ja kein Level-Up. Dann brauchen wir noch 3. Ja, das dürfte jetzt eigentlich werden. Kindergeburtstag, hat der Maria gerade gesagt. Okay, wenn du das meinst, dann ist es halt so. So, jetzt lassen wir hier mal ein Meteor noch drauf fallen. Fähigkeitspunkte, schön. Level up, das finde ich immer sehr gut. Oh, dann haben wir hier den Schlag. Hier haben wir den Meteor. Hier ist Niederstrecken.
Strecken und hier haben wir Regeneration. Sehr schön, jetzt haben wir das auch, glaube ich, erledigt. Jawohl. So, Jagd, Beutezug, Level 5. Wir machen immer in den jeweiligen Gebieten die niedrigsten Level, dass es so einfach wie möglich für mich wird. Jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr, das vorzulesen. Das ist mir halt ein bisschen zu anstrengend sozusagen. Ach Quark. Ja, was heißt zu anstrengend? Dauert mir zu lange. Und da waren die Ratten auch schon fertig. Victory! Yay! Schick, 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 schick. Baumädchen, vielleicht sind die Gerüchte doch wahr. Es sei tatsächlich große Krieger. Wartet hier. Was ist denn jetzt los? Nochmal kurz die Nase pudern? Wer weiß? Ah, so viel Ratten, Eichen, Leichen am Boden. So langsam verdient ihr euch den Respekt der Dorfbewohner. Müssen wir mal gucken, was hat denn der Händler hier? Schönes Imbiss. Dauert paar Minuten. Hier haben wir noch Getränke. Kaffee. Milch. Flasche Limo. Plus 1 auf Würfelergebnisse. Na gut, hier Objekte. Heiliger Gral. 5 Spieler. Kann gegen 7 Monster. Was hat man hier? Plus 1 Fähigkeitsdauer. Plus 1 auf alle Fertigkeiten. Permanenter Effekt. Den würde ich mir mal noch gerne zulegen. Aber da braucht man noch ein bisschen Geld. Aber guck mal, wir haben jetzt den Imbiss, Getränke, Objekte, Tische, da haben wir ja den 10 Gold. Prozent im. Nee. Ach, ich wollte doch nicht immer schließen, ich wollte doch mal noch weitergehen, was es Schönes gibt. Tischmeister, Comicverkäufer. Reisekosten durch ein Angriff. Plus 10% zusätzliche. Ich glaube mal 5 Magie. Ich glaube, wir nehmen mal den Comicverkäufer. Ich bin 5 Runden da. Wer weiß, auf jeden Fall gut, aber die mehrere EP, die können mich garantiert auch ein bisschen weiterbringen. Ja, nochmal die Ratte. Okay, warum nicht? Ist er? 7 Ratten in einer oder mehreren Schlachten. 7 Ratten, das wird wieder recht einfach werden. Denke ich mal. Das wäre ja Blödsinn, wenn ich den hier noch mit umbringen würde, wenn jetzt sowieso gleich der Meteor fällt. Sind sowieso alle im Eimer. Victory! Kann mal jemand eine Pizza bestellen? Ich penne erst mal eine Runde. Um mich zu heilen. Was haben wir denn eigentlich Schönes im Inventar? Nicht so wirklich viel. Nein, Questern, ihr habt es geschafft. Yeah. Natürlich. So, Jagd. Dann machen wir mal die Jagd auf die Fledermaus. Alter Mann, die Fledermäuse fressen die Vorräte der Würfel. Jede Nacht fliegen sie herum. Ihr wisst bereits, was zu tun ist. Na dann, 5 Fledermäuse in ein oder mehreren Schlachten. Ey, warum immer auf den einen? Ihr seid doch fies, wisst ihr das?
Nee, wir brauchen noch keine Regeneration. Man muss ja nicht unbedingt sinnlos MP verschwenden. Aber ich finde es ein lustiges Rollenspiel. Victory! Yay! Herr mit dem Gold und Stufenaufstieg. Na, das finde ich ja wieder sehr schön. Heiliger Schild, Schlag des Anführers. Genau. Hier den Schlag, hier den Meteor. Hier Niederstrecken und hier machen wir die Regeneration. Sehr schön. Und haben wir den Quest auch erfüllt. So, Level 2, Level 5, Level 30, Level 9. Dann nehmen wir mal den Level 2. Jetzt müssen wir Fledermäuse jagen. Also wieder zurück. Rein in die Teufelshöhle. Und wir sind schon am Tag 25. Dann nehmen wir erstmal hier wieder die Steinchen mit. Die brauchen wir dann nämlich, wenn wir beim Schmied sind. Aber anscheinend dauert es noch eine Weile, bis wir beim Schmied sind. 6 Fledermäuse. Na denn, beginnen. Nein. Schlag. Schlag des Anführers, der ist schön heftig. Mal gucken, was der Meteor jetzt macht. Gut weg. Und warum greifen die immer den einen an? Das verstehe ich nicht. Den Bürohengst, den Kleriker. Wer weiß. Aber noch bin ich ja recht gut bei der Sache. Und damit auch geschafft. Victory! Gut gespielt. Natürlich habe ich gut gespielt. Gut gemacht fürs Erste. Wie bitte? Ja. Gruppe wurde angegriffen. Ah, von einem Bossgegner sozusagen. Macht nichts. Erstmal links und rechts die Niederstrecken. Und danach geht's zu dem Boss in der Mitte. So. 15 zieht er nur ab, nicht gerade sehr gut, der Meteor. Niederstrecken 19, sehr gut. Schlag des Anführers 20 und damit ist er auch erledigt. Super, Victory, geschafft. Goblin-Nagel, wozu ist denn der da? Erstmal hier den Level up und zwar nicht heiliger Schild, Schlag des Anführers, jawohl. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Goblin-Nagel. Was die Bedrohung ist, weiß ich immer nicht so richtig. Jetzt schlafen wir erstmal ein bisschen, um unsere MP aufzufrischen. Besonders der Zauberer durch seinen Meteor verbraucht ziemlich viel. Und jetzt muss ich wieder zum Startdorf. Na denn, auf zum Startdorf. Hoffentlich gibt mir dieses Mädchen irgendetwas Griffiges, falls du verstehst, was ich meine. Haha, hör auf damit. Ja, ja, ihr seid die Helden des Startdorfs. Juhu. Level up. Level up. Level up und Regeneration Level up. So, sehr schön. Reisen. Machen wir mal noch grüner Zielapfel. Zum uralten Dschungel. Na dann, gehen wir mal zum uralten Dschungel. Grüner Zielapfel von Rankenfalle, okay. Schlag, es wird nicht so einfach werden. Das ist mehr oder weniger klar. Eine ist schon mal weg, sehr schön.
Warum immer auf die Kleinen? So, zum Glück hab ich dir Heilen beigebracht. So, hier schon mal einer weg. So, Meteor, noch einer weg. Ey, ich muss dich ja gleich wieder heilen. So, 6, jetzt kommt die 7 ist danach dran, wer ist... Ne, halt, ich bin die 8, danach ist da Heilungsprofi dran, also muss ich den hier niederstrecken. Oh, Regeneration, jetzt hat es mal geheilt, so 2. Ne, ich bin mit der 1 bin ich dran. Machen wir hier mal die 4 nieder. Oh, der hat keine MP mehr. Dann müssen wir hier mal. Ach nee, mein Gott. Dann machst du mal so mit dem Zauberstab. Wedelst ein bisschen rum. Niederstrecken. Machen wir hier so ein bisschen. Und dann haben wir auch geschafft. Victory. Yay. Juhu, EP. Und jetzt rasten wir ein bisschen. Noch ein bisschen länger rasten? Nein. Will ich jetzt in dem Falle nicht. 14 grüner Zielapfel. Ja, ich weiß. Ich könnte es mir auch einfach machen. Aber da gibt es dann immer dann auch mehr Erfahrungspunkte. So, machen wir den mal so, dass wir einen weg haben. So, Meteor lassen wir mal vom Himmel regnen und niederstrecken. Wer sieht denn, dann machen wir hier mal die 9. Nicht immer. Oh, verdammt. Immer auf einen drauf. Immer, warum? Warum habt ihr immer alle auf den drauf gemacht? Ne, Regeneration bringt jetzt gerade nicht viel. Lassen wir mal noch den Meteor fallen. Den niederstrecken. Oh, ein zärtlicher Schlag. Einmal noch mit der Pranke. Und der hat jetzt gerade wieder keine MP mehr. Also brauche ich irgendwas, was dem Magier seine MP erhöht, und der braucht unbedingt also mehr Erfahrungspunkte für das Quatsch, mehr Erfahrungspunkte und auch mehr Punkte zum Abhalten, weil er anscheinend immer der ist, der angegriffen wird. So, jetzt rasten wir mal ein bisschen. Lass mal hier wieder alles auffrischen. Und dann geht's weiter. Dann besorgen wir halt. Wir bleiben bei der Rankenfalle. Ja, immer er wird sofort. Ey, komm, jetzt, das war's doch. So, wen müssen wir jetzt? Wir sind 6, 7, 8. Dann kommt der. Och man, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Sehr schön, sehr schön. Naja, lassen wir es einfach mal bimmeln. Haben wir mal ein bisschen Abwechslung dabei. Jetzt muss ich mal gucken. Taktisch, was wäre taktisch klug? Ach, gehen wir hier einfach mal auf die 1, sozusagen. So, und lassen wir jetzt den schönen Meteor fallen. Schlag des Anführers. Fallen! Ach, oh nein, jetzt hatte ich... Ey, das war jetzt gerade wieder mal... Oh, nee, warum hatte ich angegriffen und... Oder musste ich mit dem eine Runde aussetzen. Ey, aber immer der wird
angegriffen. Ja, das ist schon. Es ist schon nicht mehr feierlich. Das ist fast Schikane. So, wie sieht's aus? Niederstrecken, ja, toll. Und vor allem das Problem ist, der wird ja dadurch auch nie Erfahrungspunkte bekommen. Aber alle gehen sie immer, wahrscheinlich weil der am bedrohlichsten aussieht mit dieser Bedrohung. Haben wir da irgendwie was? Bedrohung plus 1. Nee, das war mal immer nie. Das will ich nicht benutzen. Das ist wahrscheinlich das Ding, warum sie ihn immer angreifen. Toll, mein ganzes Geld gerade dafür aus. Na, was heißt, alles, was ich kriege, um den da wiederzubeleben. Ist doof. Oh, zwei grüne Zielapfel, die werde ich doch jetzt wohl bekommen. So, Schlag, dann gehen wir einfach mal auf die. Ach, wir fangen einfach hier. Ich glaube, das ist erstmal sowieso egal. Oh, einer schon mal weg, einer weniger, der auf ihn drauf geht. Jetzt kommen sie sowieso alle. Und das dauert noch eine Weile, bis der wieder dran ist. Warte mal, 1, 2, 3. Ach du Schande, das dauert ja noch. So, haha. Jetzt müssen wir mal gucken. Der ist 4. Ah, nee, okay, der ist 5. Super, dann klappt das ja. Dann kann ich ja hier eine Regeneration. Sehr schön. Dann klappt das ja diesmal richtig gut. Ha, geschafft. Yeah. Super, sehr schön. Und damit haben wir den auch ein Level up. Und dann können wir im Startdorf auch die Quest abschließen. So, ich glaube dann einmal erstmal gucken, den verkaufen wir mal. Und dann würde ich sagen, einmal Ratze, Ratze. Und damit ist der Quest auch geschafft. Und, Level up, die sind immer alle ein Level up bevor, ja. Bevor die, na gut, da musst du auch einmal aussetzen. So, dann geht reisen. Ja, reisen zur Burg Abendlicht. Okay, dann. Dann geht's jetzt zur Burg Abendlicht. Und werden wir jetzt unterwegs angegriffen? Nein. So, und dort haben wir hier nämlich eine Schmiede. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas glatt geht, ist 35. Also das ist klappt 35. Und wir haben ja ein paar Steine. Mit den Schleifsteinen, da kann man dann eben einmal den Level. Da ist immer 5% höher die Wahrscheinlichkeit pro Level. Und immer entweder es wird etwas gemacht im Prinzip, dann kann er ein Level steigen oder ich gebe den Schleifsteine und ich glaube, da fertig erstmal einfach den Schild verbessere ich und geht's ja, ich will es noch mal probieren. Ja, und da haben wir jetzt hier den schon 40%.
Fleischerhammer. Natürlich, mach. Ah, ne, 150 habe ich gerade nicht. Weil es ja einmal schief gegangen ist. Aber das Geld holen wir uns auch gleich wieder. Sieben Palastwachen. Es dürfte. Weiß ich nicht, ob das jetzt leicht wird. Vermutlich eher nicht so. Aber wir werden sehen. Man muss gleich eine Regeneration vornehmen. Hier gibt es ein Meteor. Einmal niederstrecken, bitte. Hier gibt es einen Schlag. Schlag des Anführers. Immer gehen sie auf den einen drauf. Ja, ich weiß, du kriegst auch gleich Heilung. So, Meteor, mal sehen, wie viele verschwinden. Ein paar. Das ist schon mal sehr gut. Dann sprechen wir hier mal die 6 nieder. Ein Schlag auf die 5. Ein Schlag auf die 4. Und gleich nehmen wir noch die 3. Hier, die. Ah, passt noch nicht ganz mit einem Zauberstab, aber jetzt haben wir es doch. Sehr schön, sehr schön. Minus 5% wieder. Entschuldigung, ich muss mal telefonieren. So, damit erhöhe ich hier noch das Level. Und damit verabschiede ich mich von Knights of Pen and Paper. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, sich das auch mal zu holen. Für mich finde ich es einfach das passende Spiel mal für zwischendurch. Also, bis dahin. Ciao, ciao.